Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Vor einiger Zeit habe ich ein Video darüber gemacht, wie man QSL-Karten vor dem Versand via Büro richtig sortiert. Damals haben mich viele gefragt, wie ich denn meine Karten selber drucke. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, mache ich darüber mal ein eigenes Video. Ich habe da mittlerweile ein recht ausgeklügeltes System, exportiere zunächst eine ADEF-Datei aus meinem Logbuch, dann greife ich auf ein Excel-Makroprogramm zurück, das ein anderer OM gemacht hat und wo ich selber noch so ein bisschen hinzuprogrammiert habe, um aus dem ADIF-Logbuch eine Excel-Tabelle zu machen. Und auf die Excel-Tabelle greife ich dann aus einem Word-Serienbrief zu. Das klingt erstmal kompliziert, ist aber ein sehr schöner, einfacher Workflow, den fast jeder auch unabhängig vom Computer nachmachen kann, der Microsoft Office hat. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt im Detail. Wenn man einen Word-Serienbrief nutzen möchte, um QSL-Karten zu versenden, dann muss man natürlich zunächst einmal die QSO-Partner raussuchen, die eine QSL-Karte bekommen. Ihr seht hier mal mein Logbuch und ihr seht, hier sind einige markiert, entsprechend als invalid. Da habe ich vorher geprüft auf qrz.com, ob die einen Büroversand wünschen, und wenn nicht, dann werden die hier auf invalid gesetzt und alle anderen, wo hier no steht, die bekommen eine QSL-Karte gesendet. Ja, ich kann danach auch filtern. Wenn ich hier einmal auf No QSL klicke, dann bekomme ich alle angezeigt, denen ich noch eine Karte schicken muss. Das sind jetzt hier 390 Stück. Wir fangen mal hier unten an und ich würde sagen, wir machen mal hier den Rest des Mais. Da geht das Ganze bis zum 31.05. Die möchte ich mal alle jetzt drucken. Das heißt, ich markiere die mir hier einmal und dann gehe ich jetzt auf Export. Ja, und hier gibt es jetzt zwei Wege. In Ham Radio Lux kann man das Ganze direkt als Excel-Datei abspeichern und dann hat man im Prinzip eigentlich fast schon eine Datenquelle für den Serienbrief. Ich möchte aber hier mal einen anderen Weg zeigen, ganz einfach, weil nicht jeder die Möglichkeit hat, nach Excel zu exportieren und weil es auch eine sehr elegante Lösung gibt für ADIF-Exporte, und das ist ja etwas, was im Prinzip jeder hat. Das heißt, wir gehen hier mal auf ADIF Export. Ich wähle hier ADIF Only aus und nur Selected und dann wird das Ganze jetzt abgespeichert. Da geben wir hier mal einen Namen ein und speichern diese ADIF-Datei jetzt einmal ab. Das sind 88 QSOs, das heißt 88 QSL-Karten. Wenn wir dann unsere ADIF-Datei exportiert haben, dann geht es jetzt daran, die in eine Excel-Tabelle zu klatschen, damit wir die Excel-Tabelle als Datenquelle für den Word-Serienbrief nutzen können. Und hier gibt es eine ganz tolle Sache, die nennt sich ADIF to XLS to ADIF. Und das ist eine Excel-Tabelle, die hat ein deutscher OM gemacht, DL1HW. Und leider muss man sagen, findet man das nicht mehr wirklich gut, ganz einfach, weil die Webseite dieses OM, die gibt es nicht mehr. Ich habe hier eine Version noch von 2019, die stelle ich euch auch zum Download zur Verfügung. Das ist ja hier unter der GNU GPL License veröffentlicht worden. Das heißt, ich werde euch das Teil hier auch zur Verfügung stellen, dass ihr es bei mir dann downloaden könnt. Vielleicht bringt der OM ja die Seite wieder online, das würde mich freuen, dann könnte ich auch direkt darauf verlinken. Ja, was ihr hier seht, ist allerdings auch eine modifizierte Version, wo ich selber schon so ein bisschen was hinzuprogrammiert habe für meine Zwecke. Gehen wir ganz kurz darauf ein, was hier diese Excel-Tabelle kann. Ihr seht hier oben so Pfeile und hier gibt es die Möglichkeit, eine ADIF-Datei nach Excel zu bringen mit einem Klick auf To Excel, und man kann danach die Excel-Liste bearbeiten, die Tabelle bearbeiten und dann auf To ADIF klicken, um sie wieder als ADIF-Datei zu speichern. Ihr könnt auch hier auf Make New Sheet klicken, dann bekommt ihr immer eine leere Blanko-Tabelle, die mit bestimmten Sachen schon vorausgefüllt sein kann. Und da
dazu gehen wir mal ein bisschen hier nach unten noch. Da seht ihr, gibt es hier noch weitere Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr hier auswählen, ob ihr eine bestimmte Sortierung schon haben wollt in den Zellen. Also ob zum Beispiel vorne das Datum stehen soll, dann die Uhrzeit, dann das Call etc. Ihr könnt hier also Felder mit dem entsprechenden ADIF-Namen hier eintragen und dann wird das auch alles entsprechend so in die Excel-Tabelle einsortiert. Die ersten beiden waren im Standard dabei. Die dritte, die hier auch ausgewählt ist, das ist die, die ich nutze, die ich für meine Belange angelegt habe und die wunderbar zusammenarbeitet mit meinen Seriendruckdokumenten. Ja, ganz wichtig ist noch, es gibt hier einen kleinen Schalter noch, den übersieht man leicht. Wenn man den ausschaltet, dann wird hier alles importiert. Wenn ihr hier vorher eine entsprechende Nummerierung auswählt, dann entsprechend auch erst immer diese Daten hier und dann der Rest hinten dran. Wenn ihr das hier aktiviert, dann wird nur das an Feldern hier ausgewählt und importiert in die Tabelle, was ihr hier unten ausgewählt habt und der Rest, der verschwindet dann, der wird quasi gelöscht. Ja, und wenn ich das nutze, dann habe ich immer dieses eingeschaltet und hier meine Auswahl auf 3 und dann seht ihr, haben wir hier noch sowas, das habe ich hinzuprogrammiert, aber das zeige ich euch gleich. Zunächst mal wollen wir jetzt mal die ADIF-Datei von eben in eine Excel-Tabelle klatschen. Dazu klicke ich einmal hier auf To Excel. Dann öffnet sich hier ein Fenster und jetzt können wir hier unsere ADIF-Datei auswählen. Druck 01 ADI, die wähle ich mal aus, klicke einmal auf OK, dann seht ihr hier was, hochzählen bis zu 88 QSOs. Okay, das heißt, es sind jetzt alle eingelesen, verarbeitet und ihr seht, wir haben hier unten so ein Ding bekommen, Log 1 und hier in Log 1, wenn wir diese Tabelle mal auswählen, da sind jetzt die 88 QSOs drin, für die wir eine QSL-Karte ausdrucken wollen. Ja, das kann man im Prinzip fast schon so als Datenquelle verwenden, wären da nicht noch zwei Fallstricke. Der erste Fallstrick, der ist relativ offensichtlich. Die Dinger sind nämlich hier überhaupt nicht sortiert, sondern sind so kreuz und quer durcheinander nach Datum, so wie wir die quasi aus dem Logbuch übernommen haben. Damit wir nachher nicht die ganzen QSL-Karten händisch sortieren müssen, wäre es natürlich super, wenn wir die Excel-Tabelle entsprechend vorher schon richtig sortieren. Eine zweite Sache ist nicht ganz so offensichtlich, aber wenn man genau hinschaut, hier auf das Datum und die Uhrzeit, dann werdet ihr feststellen, dass es einfach nur fortlaufende Zahlen sind und das auch noch hier beim Datum in der verkehrten Reihenfolge. Das ist nicht so wirklich schön, das ist nicht so wirklich leserlich und daran müssen wir was ändern. Aus diesem Grund habe ich noch etwas hinzuprogrammiert, das seht ihr hier unten. Damit das funktioniert, muss aber zum einen hier das eingeschaltet sein und hier beim Import dieser Nummer 3 aktiviert sein. Das reicht für meine Belange aus. Wenn ihr das anders haben wollt, dann müsst ihr das Ganze umprogrammieren. Kann ich euch vielleicht auch mal gerade zeigen. Ihr müsst dazu hier oben auf Entwickler-Tools gehen. Wenn ihr diesen Punkt Entwickler-Tools nicht seht, dann müsst ihr in die Einstellungen und das im Menüband freischalten. Dann kann man hier auf Makros klicken und dann die Makros auswählen. Hier, ich wähle mal das hier aus und bearbeiten. So, und dann seht ihr hier, das Makro, was ich dazu programmiert habe. Und dann müsst ihr eben hier die Programmierung anpassen. Ja, was macht dieses Ding? Ihr seht es schon, es fügt erstens ein druckbares Datum, eine Uhrzeit ein, als neues Seriendruckfeld und es macht ein Feld mit dem Namen Sortierung, welches dann auch für die richtige Sortierung sorgt. Ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Wir klicken einmal auf QSL-Druck, dann sind hier zwei Spalten in grün hinzugekommen. Hier ist jetzt das Datum und die Uhrzeit und das in einem schönen druckbaren Format und wir haben hier den Punkt Sortierung jetzt hinzubekommen, wo alles hier entsprechend die Rufzeichen reingesetzt worden sind und danach nach dieser Spalte ist sortiert worden und dabei berücksichtigt der auch hier die entsprechenden VIA-Einträge. Ihr seht zum Beispiel, hier haben wir LN und das geht via LA und das ist hier auch an der richtigen Stelle dann einsortiert. Ja, so können wir das Ganze jetzt nutzen in Word und um das zu nutzen, brauche ich das jetzt einfach nur einmal abspeichern und dann greifen wir gleich auf diese Tabelle mit dem Namen Log 1 zu. Weiter geht es dann in Microsoft Word. Hier müssen wir jetzt den Serienbrief anlegen und das geschieht in zwei Schritten. Als erstes erstellen wir uns mal eine funktionierende Testdruckvorlage, wo wir mit einfach mal auf unsere QSL-Karte drucken können und schauen können,
passt das auch alles und danach verwandeln wir das in ein Serienbriefdokument. Ja, in Schritt 1 wollen wir jetzt als erstes mal die Größe hier ein bisschen anpassen. Das ist natürlich jetzt alles sehr individuell, das heißt, ihr müsst das für euch selber machen, das kann man nur schlecht von mir übernehmen. Ich gehe in den Bereich Layout, dann hier bei Seite einrichten, unten auf diesen kleinen Pfeil, da richten wir jetzt die Seite ein und hier wähle ich als erstes jetzt mal im Bereich Papier aus benutzerdefiniertes Format, gebe dann die Daten meiner QSL-Karte ein, das ist bei mir 14 x 9 cm, dann gehe ich auf die Seitenränder und die ändern wir mal hier auf 0,5 ab, damit wir da auch ein bisschen Platz zum Arbeiten haben. Ja, dann klicken wir einmal auf OK und jetzt sieht das Ganze schon so ein bisschen wie eine QSL-Karte aus. Damit wir jetzt die Felder an der richtigen Stelle platzieren, habe ich mir was ganz Einfaches überlegt. Ich habe ein Foto von der Rückseite einer QSL-Karte gemacht und dieses Foto, das ziehen wir jetzt einfach hier drauf. Ja, jetzt müssen wir das so ein bisschen noch anpassen. Dazu wähle ich das aus, einmal rechte Maustaste und dann gehen wir auf Größe und Position. Als allererstes mal den Textumbruch hier auswählen und da wählen wir aus hinter den Text, damit wir was darüber legen können. Die Größe wollen wir natürlich auch anpassen. Da wissen wir schon, das ist 14 x 9. Das heißt, wir ändern hier die Breite auf 14 und das passt dann hier schon so ungefähr. Als letztes gehen wir nochmal auf Position und dann wählen wir hier Ausrichtung und sagen hier einmal zentriert und zwar auf die Seite bezogen. Und das Ganze machen wir nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Und dann klicken wir hier noch einmal Objekt mit Text verschieben aus und klicken einmal auf OK. Ja, jetzt seht ihr, ist die QSL-Karte hier quasi drauf. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen. Nochmal rechte Maustaste, dann Grafik formatieren. Dann gehen wir hier auf den letzten Reiter und wählen Bildtransparenz aus und setzen jetzt die Bildtransparenz zum Beispiel mal so auf 60%. Ja, jetzt haben wir diese QSL-Karte im Hintergrund und jetzt können wir als nächstes hier jetzt an den richtigen Stellen etwas einfügen. Und was fügen wir ein? Wir gehen einmal hier auf Einfügen und wählen dann den Punkt Textfeld aus, da dann hier unten auf Textfeld erstellen und dann können wir hier an dieser Stelle einfach unser Textfeld aufziehen. Wichtig ist, das Textfeld wird hier immer mit einem Rahmen und mit einer Füllung versehen. Das wollen wir nicht, also die Füllung ausschalten und den Rahmen, die Kontur ausschalten. Ja, und dann können wir jetzt hier reinschreiben, zum Beispiel 21.06.2021 und dann sehen wir schon direkt, wie sähe das denn aus. Das erscheint mir persönlich noch ein bisschen groß, deswegen gehen wir mal hier auf Start und machen das Ganze mal so ein bisschen kleiner, wählen hier vielleicht auch als Schriftart Arial aus und ich möchte, dass das hier zentriert ist, einmal auf Zentrieren. Und fertig. Ja, jetzt habe ich dieses eine Feld hier angelegt. Damit komme ich natürlich nicht so wirklich weit, sondern ich muss jetzt noch mehrere anlegen. Deswegen wähle ich das hier einmal aus und drücke STRG C und STRG V oder einfach rechte Maustaste kopieren und einfügen. Ja, und dann kann ich das jetzt hier einmal kopieren und hier mache ich dann einen Platzhalter noch für die Uhrzeit und so gehe ich dann durch die gesamte Karte durch. Wenn das Ganze dann fertig ist, dann sieht das hier so aus. Ihr seht, ich habe jetzt hier alle Felder irgendwie befüllt und ich will euch noch schnell zwei, drei Besonderheiten mal zeigen. Ihr könnt, wenn ihr ein Feld ausgewählt habt, die Hochstelltaste drücken und dann auf andere Felder klicken und dann könnt ihr hier im Bereich Formformatierung auswählen, ausrichten und so könnt ihr die zum Beispiel alle vertikal zentriert ausrichten, sodass die alle schön sauber in einer Linie sind oder wenn ihr die hier beide anklickt, dann könnt ihr die zum Beispiel hier rechtsbündig ausrichten, dass die also sauber da an der Ecke dran sind. Und das Feld habe ich übrigens auch rechtsbündig hier insgesamt gemacht, sodass das Rufzeichen quasi von rechts aus wächst. Ja, soweit ist das dann alles in Ordnung. Das solltet ihr euch dann als allererstes mal abspeichern. Das heißt bei mir hier Serienbrief Testdruck, damit ich immer weiß, das ist das, womit ich den Testdruck mache. Und für den Seriendruck nehme ich später etwas anderes. Damit wir jetzt unseren ersten Testdruck machen können, muss natürlich hier noch die Hintergrundgrafik jetzt wieder entfernt werden. Deswegen einmal anklicken. Löschen und dann kann man so dann mal einen Testdruck machen auf eine leere QSL-Karte und gucken, ob das auch alles so passt.
Als letztes müssen wir dann nur noch unser Seriendruckdokument erstellen. Dazu gehen wir hier oben jetzt einmal auf den Punkt Sendungen und danach auf Empfänger auswählen und hier dann vorhandene Liste verwenden anklicken. In dem Dateifenster öffnen wir dann die Datei ADIF2XLS2ADIF. Das ist ja die Datei, wo wir eben gerade alles in Excel mitgemacht haben und wo sich auch die Tabelle Log 1 drin befindet. Also einmal auf Öffnen klicken, dann kommt hier so ein Fenster, was relativ wüst aussieht. Davon nicht verwirren lassen, sondern hier steht irgendwo Log 1 mit so einem Dollar dahinter. Das wählen wir aus und dann noch sicherstellen, dass hier dieser Punkt aktiviert ist. Erste Datenreihe enthält Spaltenüberschriften und dann klicken wir einmal auf OK. Sobald die Verbindung dann steht, können wir jetzt als nächstes hier oben Seriendruckfelder einfügen. Und ihr seht schon, hier sind jetzt genau diese Felder, die wir auch in der Excel-Tabelle hatten. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch der Reihe nach unser Dokument durchgehen und hier die vorhandenen Punkte anpassen. Also hier einmal Doppelklick auf die Schrift, dann gehen wir einmal auf Seriendruckfeld und da kommt ja das Call rein, hier dann als nächstes QSL Via rein und so gehen wir hier der Reihe nach durch. Hier wo Punkte sind, muss man dreimal klicken, damit alles ausgewählt wird und dann wählen wir hier den Punkt Datum und hier den Punkt Uhrzeit aus und so gehe ich jetzt hier der Reihe nach durch. Wenn dann alles fertig ist, dann sieht das Dokument so aus. Das sieht jetzt so ein bisschen seltsam aus, davon aber nicht verwirren lassen. Wenn wir jetzt hier nämlich einmal auf Vorschau Ergebnisse klicken, dann sehen wir jetzt hier die realen Daten und wir können hier mit diesen Pfeilen jetzt auch da durchgehen und uns das Ganze anschauen. Und ihr seht, die Sortierung klappt hier alles und das sieht alles sehr sauber aus. Die ganzen Daten sind dort drin. Wir können auch ganz ans Ende gehen, dann sind wir hier bei 88, genauso wie es sein sollte. Da die Anzahl stimmt also. Ja, als nächstes solltet ihr dann diese Datei jetzt hier, die ihr euch hier angelegt habt, einmal abspeichern als weiteres Dokument. Ich habe hier bei mir zum einen diesen Serienbrief-Testdruck. Das ist die, die ich erst ausdrucke, um zu testen, dass alles an der richtigen Stelle ist. Und dann habe ich hier einmal Serienbrief-Seriendruck. Das ist im Prinzip genau dieses Dokument hier, wo eben der Zugriff auf die Datenbank erfolgt. Ja, wenn ihr das dann gespeichert habt, dann kommt jetzt der dritte und letzte Schritt in Word. Wir müssen das Ganze zu einem neuen Dokument zusammenfügen. Dazu klickt man hier oben auf Fertigstellen und Zusammenführen. Und hier gibt es verschiedene Optionen. Es gibt hier die Möglichkeit, das direkt an den Drucker zu senden und quasi direkt drucken zu lassen. Das würde ich euch aber nicht empfehlen. Denn falls es Probleme geben sollte, dann muss man immer hier dann raussuchen, gucken, wieder neu ansetzen. Das ist dann gar nicht so einfach, weil man unter Umständen auch an der Datenquelle arbeiten muss. Besser ist es, diesen Punkt auszuwählen, einzelne Dokumente bearbeiten und wenn wir das anklicken, dann hier einmal alle auswählen und auf OK. Und jetzt wird eine neue Word-Datei erstellt. Hier seht ihr die und dort werden diese ganzen 88 QSL-Karten reingeschrieben und zwar jeweils als eigene Seite. Wenn ihr also unterwegs irgendwo stolpern solltet, dann könnt ihr immer hingehen und sagen, okay, ich kann hier die ersten drei löschen oder die ersten so und so viel löschen und fange dann erst ab da und da an und drucke das dann ab da und da aus. Ja, und wenn wir das jetzt hier erstellt haben, dann muss jetzt im Prinzip nur noch gedruckt werden. Bevor ihr jetzt losdruckt, zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Ich habe jetzt hier meine Druckanstellungen aufgerufen und ich habe hier die Möglichkeit, noch die Druckereigenschaften nochmal zu konfigurieren. Hier solltet ihr, wenn möglich, die Druckqualität absenken. Ich kann das hier mit meinem Drucker machen. Da gibt es Optimal, Normal und Entwurf und ich wähle hier Entwurf aus. Das hat folgenden Vorteil. Beim Drucken wird nicht so viel Druckertinte verwendet. Und das ist insofern gut, weil auf diesen QSL-Karten die Druckertinte schlecht trocknet oder schlechter trocknet, sagen wir es mal so. Und je mehr ihr da an Druckertinte draufdruckt, umso mehr oder umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze verschmiert. Aus diesem Grund eher wenig draufdrucken und so habt ihr dann die Chance, dass die Karten ohne Verschmieren auch aus dem Drucker rauskommen und auch nach sagen wir mal, einer Minute dann auch angefasst werden können.
Soweit mein Video zum Thema QSL-Karten selber drucken mit Microsoft Office. Ihr findet hier unten in der Beschreibung des Videos einen Download-Link, wo ihr euch ein Komplettpaket herunterladen könnt, welches sowohl die Excel-Datei enthält, als auch die beiden Word-Dokumente, die ich erstellt habe, sodass ihr das dann euren Bedürfnissen entsprechend anpassen könnt. Bitte bedenkt, dass wenn ihr die Excel-Datei startet, dass ihr die zunächst einmal freischalten müsst. Ihr bekommt dann eine Meldung in Excel, dass diese Excel-Tabelle Makros enthält und das müsst ihr dann entsprechend erst aktivieren aus Sicherheitsgründen. Ja, unten in der Beschreibung des Videos findet ihr übrigens auch einen Link zum Funkwelle T-Shirt-Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr den Kanal und die Produktion solcher Videos ein bisschen unterstützen könnt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne hier unten drunter mir euren Kommentar zum Video dalassen. Vergesst auch nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das würde mich echt freuen. Empfehlt den Kanal weiter, empfehlt das Video weiter, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst auch nicht, den Kanal endlich zu abonnieren. Denn die meisten von euch, die diese Videos schauen, die haben den Kanal immer noch nicht abonniert. Ja, von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.